Lieber Herr Bürgermeister, der Wein in Ihrem Hof zu Gast, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass die Wiener Weinpreisverleihung da im Rathaus, im Hof des Rathauses heute, weil das Wetter ja toll ist, stattfindet, weil so eine Veranstaltung rund um einen Landeswein, das gibt es nirgends. Weder in Niederösterreich, noch in der Steiermark, noch in Burgenland. Man kann schon bei Wien vom kleinsten innerstädtischen Weinbaugebiet Österreichs sprechen. Mindestens, oder? Naja, insgesamt soll man ja neben dem Herzeigestück am Schwarzenbergplatz jetzt nicht die 700 Hektar vergessen. Das ist immer noch sehr klein. Aber egal. Uns ist es von Anfang an, als wir dieses Projekt gestartet haben, darum gegangen. Am Ende dieses Projekts müssen wir sagen können, wir sind stolz auf den Wiener Wein. Das können wir heute sagen. Wir sind stolz auf den Wiener Wein. Das ist ein toller, toller Wein geworden. Erzähl uns ein bisschen was zu dem Wiener Wein. Trinkst du den? Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, sehr bewusst, vielleicht habe ich das unbewusst schon mal gemacht, einen Wiener gemischten Satz getrunken. Ein hervorragendes Tröpfchen. Also hier ist man wirklich gefährdet. Da ist man wirklich, also das sind so eine Weine, da muss ich sagen, da kann die Bachau, ja, da kannst du zuschauen. Und ich bin ein Steirer und ich bin arrogant. Was kann dein Wein? Er ist einfach gut. Deswegen ist jetzt der Wiener Weinpreissieger, oder? Reinhard in der Kategorie der Rotweine, ja. Wie ist es denn als Winzer in Wien? Da hat man mal auf erster Linie viele Konsumenten, aber nicht sehr viel Weingrund, oder? Na, ja, Wien ist eigentlich, glaube ich, die größte Stadt, die über 700 Hektar Weinbaufläche hat. Ist nicht so klar für eine Hauptstadt. Wie viel Weinbaufläche habt ihr? 12,7 Hektar. Lieben Damen der Stadt Wien haben heute den Wein zu Gast, hier mitten in eurem Hof. Liebe Barbara, was kann denn der Weinpreis heuer im Besonderen? Also nicht nur, dass wir unheimliches Glück mit dem Wetter haben, ja, da muss ich wirklich sagen, das kommt der ganzen Veranstaltung zugute, haben wir einfach wieder ganz, ganz tolle Winzer, die gewonnen haben. Und ich glaube, der Wiener Weinpreis ist mittlerweile eine Institution. Man wartet drauf, die Winzer, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Wir haben eine ganz tolle Jury. Das ist nicht irgendeine eine Prämierung, sondern es ist der Landessieger. Und die Wiener Winzer vertrauen auf das und freuen sich auch wirklich auf diese Veranstaltung und fühlen sich auch, glaube ich, wirklich geehrt, da nominiert und dann auch zum Sieger gekürt zu werden. Liebe Silke Stratezny, du bist vom ORF Wien. Ihr berichtet sicher heute hier, aber du verkostest in erster Linie, oder? Ja klar, ich meine, es sind so tolle Weine präsentiert worden und es ist ja heuer sehr wenig. Also das ist ja handverlesen, was es heuer zu kaufen und zu kosten gibt. Sie werden nicht alle Raiffeisen-Mitglieder verpflichten, Wiener Wein zu trinken, oder? Na, verpflichten ist ja gar kein Thema, aber die Qualität des Wiener Weins spricht für sich. Es ist einfach, er ist so gelistet bei den Wiener Gastronomen, ja. Und durch diese Listung wird er automatisch gekauft. Also ich halte ja nichts von Subvention, ich halte immer was von Qualität und von, ich will diesen Wein trinken. Und die Sieger heute, die muss man probieren und ich möchte all ihren Seherinnen und Sehern empfehlen, probiert den Wein aus, der ist wirklich gut.